Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Power On. Wir stehen kurz vor Pfingsten und an Pfingsten kam der Geist Gottes für uns Menschen erlebbar auf die Erde. Er ermöglicht es uns, ganz nah bei Gott zu sein, mit ihm durchs Leben zu gehen und ihn immer ganz nah bei uns zu haben. Heute möchten wir euch aufzeigen, wie wichtig es ist, den Heiligen Geist, den Geist Gottes in unserem Leben zu haben. Vielleicht sagst du ja, ich kann ihn nicht sehen. Wieso sollte ich glauben, dass es so einen Geist gibt? Ja, aber wie ist das zum Beispiel mit dem Wind? Man kann ihn nicht sehen, aber man kann seine Auswirkungen sehen. Windräder drehen sich oder Bäume biegen sich im Wind. Genauso ist es auch mit dem Strom. Man kann ihn nicht sehen, aber das Licht, das angeht, wenn man den Lichtschalter drückt, oder die Geräte, die funktionieren, wenn man sie anschaltet. Klar ist auf jeden Fall, es gibt Dinge, die wir nicht sehen können, aber sie sind trotzdem da. Wir sehen ihre Auswirkungen oder wir können sie spüren. Mit dem Geist Gottes verhält es sich genau so. Er ist, trotz dass man ihn nicht sehen kann, erlebbar und für uns da. Warum ist es aber so wichtig, den Geist Gottes zu haben? Als Jesus nach seiner Kreuzigung und Auferstehung zurück zu seinem Vater in den Himmel wollte, waren viele mit der Situation überfordert. Wie sollte es ohne Jesus weitergehen? Er hat sie so lange begleitet und so viele Dinge gelehrt, sie waren es einfach überhaupt nicht mehr gewohnt, ohne ihn zu sein. Er wäre nicht mehr da, um sie an der Hand zu nehmen. Aber Jesus sagte ihnen, wie wir in Johannes 14, Vers 16 nachlesen können, ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Ja, weiter in diesem Abschnitt sagt er auch, dass er sie nicht als Waisen zurücklassen möchte und einen Tröster und Helfer ihnen zur Seite stellen möchte, den Heiligen Geist. Wir können genauso wie die Jünger damals diesen Geist Gottes in Anspruch nehmen, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen. Wenn wir es vielleicht nicht sehen können, aber dennoch glauben. Wenn du einmal gespürt hast, wie der Heilige Geist dich führt und leitet in deinem Alltag, dann wirst du ihn nicht mehr missen wollen. Wenn man realisiert, dass es einen Gott gibt, der uns so unendlich liebt und annimmt, wie wir sind, mit all unseren Fehlern, dann möchte man diese Hand nie wieder loslassen. Wenn du noch nie sowas gespürt, Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht oder überhaupt noch nicht von ihm gehört hast und dich das jetzt angesprochen hat, dann fang an, mit ihm zu reden. Lade ihn ein, in dein Leben zu kommen. Er möchte dich in deinem Alltag unterstützen. Er möchte mit dir reden, dir bei Entscheidungen helfen, dich durchtragen und das nicht nur in schwierigen Zeiten, sondern immer. Es bedeutet nicht, dass alles ab diesem Moment 100% perfekt läuft in deinem Leben. Nein, es bedeutet aber, dass du jemanden an deiner Seite hast, der dich niemals enttäuschen wird, wenn du ihm vertraust und dir immer zur Seite stehen wird. Es gibt noch so viel mehr über den Geist Gottes zu sagen, aber das würde den Rahmen dieser Sendung total sprengen. Wenn du aber noch Fragen hast, dann schreib uns doch auf kirche@missionswerk.de. Jetzt noch unser Power-Tipp. Der hat natürlich auch was mit dem Heiligen Geist zu tun, denn er gibt uns ja schließlich die Power, jeden Tag neu zu meistern. Probier es aus, den Heiligen Geist mit in deinen Alltag zu nehmen. Binde ihn ein in deine Entscheidungen und auch in deine Sorgen. Sag ihm einfach, wo du Hilfe brauchst. Und dann kommt plötzlich ein Gedanke oder jemand, der vorbeikommt, sagt genau das, was du brauchst. Oder die Lösung kommt aus einer Ecke, mit der du überhaupt nicht gerechnet hast. Ich finde zum Beispiel total wichtig, auch Danke zu sagen, ihnen unsere Freude mit einzubeziehen, wenn Dinge einfach auch gut geklappt haben und man gemerkt hat, dass seine Führung da war und er uns geholfen hat. Wie zum Beispiel bei einem Parkplatz, den man gefunden hat. Wir wünschen euch noch ein ganz tolles Wochenende, schöne Pfingsten und abonniert gerne unseren Kanal. Aktiviert die Glocke. Und lasst uns einen Kommentar da, wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja, wir freuen uns. Ja, freuen uns. Bis bald. Tschüss. Tschüss.